Hallo Tischtennishelden, willkommen zur Variante Nummer 2 für fortgeschrittene Tischtennisspieler. Tischtennishelden, conquer the table. Ich habe euch den gestern gezeigt, wie man unterschiedlich die Hütchen anspielen kann, aus dem Unterarm, aus dem Handgelenk. Das war aber relativ easy oder einfach gestrickt, weil wir einfach hier eine freie Führung hatten. Wir konnten das Handgelenk einstellen, wir konnten den Unterarm und hatten sogar noch einen Oberarm hier ein bisschen die Führung drin. Ihr wisst aber vielleicht, wenn ihr ein gutes Tischtennis seht, dass vieles einfach aus dem letzten Hebel kommt, nämlich aus dem Handgelenk, aus dieser Einstellung. Und das möchte ich jetzt mal bewusst üben bei dieser Variante, dass wir mehr aus dem Handgelenk ziehen. Wir machen also gleich einen Übungsaufbau wie gestern, werden aber mit dem Ellenbogen und dem Unterarm hier auf den Boden kommen. Ja, also den ist fest. Und wir stellen jetzt nur im Handgelenk ein, wohin wir spielen. Hey Leute, kurze Werbeunterbrechung nochmal in eigener Sache. Ich wollte nochmal auf meine Sommerlehrgänge hinweisen. Sommerzeit ist Vorbereitungszeit. Ihr könnt mich buchen. Ich komme deutschlandweit zu euch in euren Verein und mache da mit euch einen Eintages- oder Zweitageslehrgang. Es ist kein Problem, wenn die Gruppe gemischt ist zwischen Erwachsenen und Kindern. Und auch ein unterschiedliches Spielniveau. Ich werde auf jeden Einzelnen eingehen. Ich habe immer sehr gutes Feedback bekommen von meinen Lehrgangsteilnehmern, dass sie dadurch viel gelernt haben. Und auch was die Themen angeht, da kann ich einfach mit euch das zusammen ausarbeiten vorher, was ihr für Themenschwerpunkte haben wollt. Dann können wir das gerne machen. Schreibt mir doch einfach eine E-Mail an info@tthelden.de mit euren Daten, woher ihr kommt, wie groß die Gruppe ist, wann euer Wunschtermin ist und dann mache ich euch auf jeden Fall ein individuelles Angebot. Also, wir sehen uns bei euch. Macht's gut! Ich werde jetzt mal wieder die beiden Tore verbinden. Erstmal rechtes Tor, linkes Tor, um das erstmal zu üben, weil das die einfachste Stufe ist. Ist vom Feeling her deutlich schwieriger, weil ihr nur den kurzen Hebel habt und hier alles mit einstellen müsst. Es ist deutlich anspruchsvoller, weil ihr nicht mehr diese Führung habt aus dem Unterarm. Und jetzt werde ich nochmal versuchen, alle drei Hütchen zu treffen, also wirklich weiß, blau, gelb. Das wird schon deutlich schwieriger. Ja. Oh, Treffer. Treffer. Ja. Treffer. Also ihr seht, ich habe schon nicht mehr so die gute Quote wie vorher. Es fällt mir auch persönlich schwieriger, weil es noch feinfühliger ist und noch mehr ins Detail geht, was man hier einstellen muss. Ja, und die letzte Variante wäre dann wieder das blind zu machen. Das brauchen wir jetzt hierbei aber nicht zu zeigen. Ihr könnt natürlich auch die Ziele variieren, dass ihr Felder macht oder ihr könnt auch sagen, ihr wollt nicht die Richtung bestimmen, sondern vielleicht die Länge. Dazu kann ich auch nochmal Videos machen, dass wir uns verschiedene Distanzen geben. Aber es ist was ihr zu Hause im Zimmer machen könnt oder in der Garage draußen von mir aus. Das ist wirklich abseits des Tisches und es schult, dass wir im richtigen Moment den richtigen Winkel haben. Ja, dass wir sagen können, okay, ich spiele jetzt einen Aufschlag mittig oder tief in die Rückhand. Das müssen wir in dem Moment explosionsartig und kurz einstellen können. Und da ist vor allem das Handgelenk wichtig, dass wir dieses Feeling dafür haben, dass wir etwas verändern können und wissen, was passiert, wie die Auswirkung dann ist. Dann können wir das bewusst einsetzen und den Gegner so zur Verzweiflung hoffentlich bringen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen hoch nach oben, abonniert unseren Kanal und haut sie weg. Ciao, ciao!